Meine werten Damen und Herren, heute ist es mal wieder soweit. Heute spielen wir ein neues Spiel von diesem Jungen. Denn dieser Junge hat nämlich ein Problem. Er hat zwei Räuber, die in sein Zuhause eingebrochen sind und jetzt nicht mehr aus dem eigenen Zuhause verschwinden wollen. Die Eltern sind weggefahren, das heißt also, der Junge ist auf sich selber gestellt und wir spielen jetzt erstmal das Tutorial durch, um zu gucken, wie dieses Spiel funktioniert. Prinzipiell funktioniert dieses Spiel genauso wie bei Scary Teacher auch, nur dass wir jetzt zwei Leute haben, auf die wir aufpassen. Passen müssen. Oh, okay. Die suchen nach einem lustigen Film jetzt tatsächlich und wollen sich also ein wenig unterhalten lassen. Unsere Aufgabe ist es, finde den Horrorfilm. Okay, gut. Dann gehen wir einfach mal ins Haus rein und checken mal ab, wie das ganze Ding hier funktioniert. Ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Das Tutorial kenne ich. Das kann ich euch dementsprechend zeigen, aber das erste Level kenne ich noch nicht. Dementsprechend zeige ich euch, wie das hier funktioniert. Es ist prinzipiell immer dasselbe wie eigentlich normalerweise auch. Man hat hier so eine Art Wohnzimmer, nur dass es jetzt hier oben die Möglichkeit gibt, sogar die Kamera zu switchen, ne? Weil es ja immer zwei Leute gibt, die was machen. Ja, das heißt also, wir haben hier ein Wohnzimmer, wir haben hier einen roten Schlüssel, den können wir ebenfalls aufheben. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen, ne? Aber ich denke nicht, denn wir müssen nämlich hier den Horrorfilm finden. So, das ist der Musikraum hier. Und guck mal, da liegen sie sogar schon. Das ist der Horrorfilm und das ist die Komödie. Und jetzt müssen wir den Horrorfilm in die Komödie reinlegen, ne? Damit die sich statt einer Komödie einen Horrorfilm ansehen. So, legen wir den mal einfach mal hier rein. So, und machen das Ding hier auch gleich wieder zu. Und gehen hier einfach mal am besten raus. So, das heißt also, wir müssen jetzt immer auf zwei Leute aufpassen, gehen jetzt hier aus der guten Stube raus und warten jetzt einfach nur darauf, dass die sich ganz gemütlich hinsetzen und ihren Kinoabend beginnen. Wir können jetzt sehen, die gehen gerade und holen sich ihre Filme. Das heißt also, unser Streich geht auf. Okay, da schauen sie sich den Film an. Okay, die denken, das ist eine Komödie, aber... Yeah! Aber es war ein Horrorfilm. Okay, gut. Das heißt also, unseren ersten kleinen Streich haben wir schon mal erfolgreich gemacht. Gehen wir mal zum nächsten Level und schauen mal, was jetzt kommt. Die Räuber versuchen gerade, das Auto von deinem Dad zu stehlen. Die werden wahrscheinlich eine echt schaurige, komische Fahrt erleben. Okay, checken wir mal aus, wie das Ganze funktioniert. Alter, was eine Karre, ne? Junge, Junge, Junge. Guck mal, da, die Batterie. Habt ihr gesehen? Die Batterie hat gerade geleuchtet. Swap the terminals of the battery carefully. Das heißt also, wir müssen wahrscheinlich an der Batterie etwas manipulieren. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Also, die beiden sind gerade im Haus drinne. Sprich, da lassen wir sie erstmal machen. Das hier ist der gute Vorgarten. Sieht nochmal ein bisschen anders aus. Sieht sehr schick aus, muss ich sagen, der Vorgarten hier. Ist ja auch eigentlich unser eigenes Haus, ne? Und hier, wir haben einfach Einbrecher bei uns drin. Können wir die Garage öffnen? Aha! Oh, yeah. Alter, das ist, glaube ich, ein Mustang, ne? Richtig schönes Auto, du. Richtig gutes Interieur. Schön. So. Also, turn off the switch before... Okay, das heißt, wir müssen erstmal hier den Strom rausziehen. So. Oh, die sind ja gerade eben oben am Trainieren, seht ihr? Die sind einfach am Trainieren. Okay, das heißt also, die sind wahrscheinlich gerade beschäftigt. Nehmen wir mal diese Dinger und tauschen die jetzt aus. So. Und jetzt müssen wir schnell wegrennen, bevor Lester kommt. Okay, müssen wir hier noch irgendwas machen an diesen anderen Kabeln oder so? Nö. Müssen wir das Ding hier wieder einstecken? Nö. Okay, das ist dann der ihr Job. Ich habe hier nochmal einen Hammer, den nehme ich auch mit. Mein Hammer! Okay, schnell raus hier. Schnell weg hier. Die beiden sind schon in der Garage drin. Und jetzt schauen sie sich das genau an. Okay, mal schauen, was passiert. Okay, also wir haben die Batterie ausgetauscht. Schaut sich das genau an. Er checkt das nicht so ganz. Oh, my bad boss. Und er steckt es wieder an. Er lacht. Okay. Er lacht und sagt, das war meine Schuld, Boss. Was kommt jetzt als nächstes? Hä? Warte mal. Steckt das Level etwa fest? Jo, Leute. Also, letztes Mal ist der Spieler da irgendwie hängen geblieben. Irgendwie ist das gesamte Spiel hängen geblieben. Deswegen versuchen wir es jetzt im dritten Level weiter, weil das zweite Level hat sich einfach aufgehangen. Okay? Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat er nur noch so gemacht. Und ich habe dann so gemacht, so, hey, ich möchte weiterspielen. Und er dann so. Und das war ganz komisch. Okay, meine werten Damen und Herren, wir werden jetzt spielen. Die Räuber werden auf jeden Fall mit sehr viel Elan schreien, wenn sie die Juwelbox finden. Okay, schauen wir uns das Ding mal an. Okay. Boss, look, there must be worth a few millions in here, right?
For the 100th time, no, you knucklehead. Also, die suchen auf jeden Fall nach Juwelen zu Hause jetzt. Okay, okay, okay. Also, finde und sammel die Maus auf. Okay, nehmen wir erstmal ein paar Sterne mit. So, Sterne können auf jeden Fall benutzt werden, um Hinweise mitzunehmen. Gut, dann nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. So, also, die kleinen Tipps können dir helfen, das Spiel zu gewinnen. Drücke drauf, um sie anzusehen. Okay, Reveal Hint 1. Was haben wir da? Finde Käse. Okay, du kannst nächste... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! Der Räuber will mich in Dings... Ah, oh, warte mal, ich mach hier zu. Mach zu! Oh Gott, der Räuber kommt. Die sind ja immer voll schnell unterwegs. Kann ich auch die Tür hier aufmachen? Ja, kann ich sogar. Ich gehe hier lang. Ha! Er ist jetzt einfach auf der Seite rein und ich gehe auf der Seite rein. Also, in dem Spiel ist es also so, dass wir diesmal also eine Maus finden müssen und sie wahrscheinlich in so eine kleine Juwelenschachtel packen müssen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal Käse finden, um eine Maus überhaupt zu fangen. Okay, hoffen wir mal, dass dieses Level hier nämlich funktioniert. So, Käse gibt es wahrscheinlich in der guten alten Küche. Der eine kommt wahrscheinlich gleich wieder so hier rein. Ins Wohnzimmer und wir müssen schauen, wo die anderen sich befinden. Oh nein, der eine kommt schon. Der eine kommt schon. Okay. Oh mein Gott, das ist so schwierig. Oh mein Gott. Schnell hier raus. Okay, okay, okay. Das ist die Garage. Oh mein Gott, er verfolgt mich. Ist das hier das Büro? Das ist, glaube ich, ein Büro. Oh, yo, Alter, wir müssen hier richtig weglaufen, weil es zwei sind. Wo ist denn der andere? Okay, hier haben wir einen blauen Schlüssel. Lass den mal mitnehmen. Alter, das ist voll aufregend. Der eine ist die ganze Zeit draußen, ne? Und der andere jagt mich die ganze Zeit drinne. So, jetzt bin ich endlich mal in der Küche. Kann ich hier irgendwo den Käse... Der Käse! Okay. Okay. Finde und sammel die Maus auf. Oh Gott. Wo kann ich denn hier die Maus finden, ne? Vielleicht hinterm Haus. Da! Vielleicht ist hier drin die Maus. Im Keller. Okay, ja, da sind die Mäuse. Okay. Käse, wer will Käse? Na, ihr Lieben. So, ich muss die aber erstmal einfangen. Das heißt also, ich brauche irgendwie so eine Art Mausefalle oder sowas, oder? Warte mal, lass mal den hier mitnehmen. Warte mal, wir gehen mal auf Tipps. Reveal Hint. So, find the mouse cage, put the cheese inside and get it. Okay, das heißt also, wir müssen sogar noch einen Maus, Dings finden, einen Mausekäfig. Uiuiuiui, okay. Also ich muss wirklich sagen, das ist nochmal echt gut, dass wir davor ein anderes Spiel gespielt haben, weil sonst wäre ich hier total aufgeflogen. So, ist hier drin vielleicht in der... Ja, in der Garage ist ein Mausekäfig. So, jetzt habe ich den Mausekäfig so. Jetzt gehe ich mal aus der Garage raus und jetzt können wir in den Keller reingehen und eine Maus holen. Okay, Alter, richtig aufregend. Also der eine geht, glaube ich, gerade aus dem Haus vorne raus. Die sind beide in diesem Wohnzimmer da drin. Solange die Küche frei ist, ist alles in Ordnung. So, jetzt nehmen wir mal von hier aus noch eine Maus mit. Eine kleine Mausi. So, dann haben wir... Okay, jetzt läuft die Maus da rein. Easy going. Platziere die Maus in der Juweliersbox ganz oben. Okay. Also, hier haben wir die Maus jetzt drin, ne? Nehmen wir mal am besten die Treppe hier, oder? Damit können wir... Oh! Okay, der läuft jetzt runter. Ah, der ruft seinen Boss die ganze Zeit. Der eine Typ... Ja. Oh! Nein! Oh mein Gott, ich wurde einfach gefangen! Nein! So, jetzt sind wir doch wieder oben. Okay, ich habe ein Video geguckt und habe mich damit freigekauft. Okay, so... Wo ist die Juweliersbox hier oben? Mann, hoffentlich fangen die mich nicht. Ich kann auch aus dem Fenster springen, falls das ist. Wo ist denn überhaupt die Juweliersbox? Ich weiß es nicht. Okay, warte, ich gehe weiter. Da ist die Juweliersbox. Okay. Okay, mach sicher, dass sie die Maus nicht finden können. Dann nehme ich den Käse mit und leg ihn da noch mit rein. Okay, dadurch sind die Mäuse jetzt leise. Okay, ich nehme noch den Stern hier mit. Fenster auf und raus. Okay, schnell. Und jetzt hau ich ab. Jetzt hau ich ab. Okay, okay, okay. Der eine kommt jetzt und wird wahrscheinlich den Käse da mit der Maus finden. Ich habe die Maus sogar extra leise gestellt, damit sie mit dem Käse da essen kann. Oh, Digga, hoffentlich fängt er mich nicht. Okay, 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 okay. Alles easy? Alles easy? Okay. Jetzt müssen wir nur noch warten. Oh mein Gott. Okay.
This is the one that'll make us rich. Okay, sie haben sie gefunden. Sie haben sie gefunden. More like I'm gonna be so rich. Okay. Wow! Und da ist ihm die Maus auf den Kopf gesprungen. Jetzt hat er ihm sogar noch die Kiste draufgeworfen. Er hat eine Beule bekommen. Okay, das Level hat dann wiederum funktioniert. Da bin ich richtig froh drum. Okay, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!